So. Oh, Entschuldigung. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse hier. Mein Headset-Kabel stört es gerade ein bisschen und ich bin schon wieder gegen das Headset gekommen. Das tut mir sehr leid. So, jetzt geht's los. Das macht das mit dem Gamepad natürlich ein bisschen komplizierter. Wieso dürfen die anfangen? Hiermit greife ich an. Kamasch! Und die benutzen Gegenstand. Für. Ja, genau, für die Gegner. Gib den Gegnern mal einen Trank. Ob das geht eigentlich? Das wollen wir auch mal ausprobieren. Kamasch! Zumba heißen die. Zumba? Oh Leute, ich will doch nur hier erkunden, Mann. Wieso dürfen die immer anfangen? Verstehe ich nicht. Es ist nur die Frage, wo ihr verkacktes Dorf ist. Oh, da war was. Das sah aus wie ein Dorf. Ih, was ist das? Pakun und Ab. Wie heißen die? Apidia. Ich sag nur Super Mario, ne? Hoffentlich wird der Typ nicht von Nintendo verklagt. Nein! Keres! Oh, ich habe keine Tränke mehr. Ich gehe jetzt drauf. Jetzt gehe ich drauf. Schade. Game over! Okay. Das war jetzt scheiße. Fortfahren. Okay, nochmal. Diesmal ist kein Pilz dabei. Ich mache das jetzt so anders. Ich mache jetzt mit Keres nur noch Heilung. So, ich gehe jetzt mal diesmal einen anderen Weg. Oh, was ist das denn? Atuin. Atuin heißt der. Den mach ich mal zuerst. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, was der kann. Der kann uns beide treffen. Geh kaputt, Atuin. Oder Atuin. Nein, nicht angreifen. Nur heilen, Keres. Du brauchst nur heilen. Na, endlich. Hört doch mal auf, bitte, zu beißen. Klein Beißer. Oh. Mit dem Pet habe ich noch nicht so richtig drauf, vor allem mit der Zigarette in der Hand. Machen die Knöpfe hier oben eigentlich irgendwas? Die Schulterknöpfe? Ne, scheinbar nicht. Hier ist auch nichts. Aber hier könnte überall was sein. Schon wieder so eine scheiß Schildkröte. Ist mein Angriff jetzt eigentlich mittlerweile mal hochgegangen wieder? Ich weiß es nicht. Nein, Mann! Dreimal muss ich das Vieh treffen.
Los, mach ihn kaputt! Peter. So, das Loch war da oben irgendwo. Boah, ey, was für eine gefährliche Gegend. Lol, one hit. Aber ich wünsche mir ganz viele Leben. TP. Achso, ich habe übrigens für den Livestream kommenden Samstag, ich weiß nicht, ob das hier die Folge jetzt, die müsste eigentlich, was ist denn für ein Wochentag? Was ist Donnerstag? Ah, die Folge kommt nach dem Livestream, glaube ich, erst raus. Ist ja egal, kann ich das trotzdem erzählen. Habe ich mir jetzt ein Spiel runtergeladen. Ist noch Open Beta. Ich will es mir aber auch noch kaufen, vorbestellen. Guck mal, irgendwelche Boni. Das kann man gut im Livestream zocken, aber nicht gut als Let's Play. Weil das keinen Sinn machen würde. Komm, 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 komm! Nein! Genau vor dem Dorf! Aber das habe ich früher immer gespielt. Die erste Version davon. Lasst euch überraschen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video hier seht, müsste es eigentlich schon gelaufen sein. Bin ich allerdings nicht sicher. Heute kommt Part 3 raus. Das hier ist jetzt Part 5, ne? Könnte genau Samstag rauskommen. Aber ich sage trotzdem lieber nichts, falls es... wenn es Samstag rauskommt, dann kommt es ja vor dem Livestream. Also ich sage nichts. Auf jeden Fall gibt es im Livestream ein neues Game. Mein Wario. Und das wird immer im Livestream gezockt. Vorgerenderte Hintergründe. Oh, cool. Eine neue, viel detaillierte Art der Darstellung. Nice. Das sieht jetzt aus wie so ein Action, wie so ein Adventure. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Ich weiß es doch nicht, Mädchen. Speichern. Kann ich hier rein? Anscheinend nicht. Hallo. Willkommen in Aogai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt. Man hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Welcome to Aogai City, sehe ich jetzt erst. Nice. Ich will hier rein. Geht nicht. Kann ich hier rein? Geht auch nicht. Kann ich hier rein? Ich kann bestimmt da hinten rein. Lol, wie geil das aussieht, ey, wie der weggeht. Oh, guck mal hier. Ladebildschirm. Hallo. Onkel. Ist alles in Ordnung? Sit. Ja, komm. Keres, endlich seid ihr wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Aogai ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert. Ja, sag ich doch, das Schwert kommt einem bekannt vor. Aus der Noria-Mine. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Und auch Neovi habe ich hier, um das Schwert zu führen. Danke, blöde Kuh. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Der hat Neovi dabei. Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Gorn, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten, eines im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Aogai. Toll. Woman. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Das ist ja gar nicht kompliziert. Neo, wie könntet ihr die Bombe besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ich finde, der war ein Weg, stärker zu werden. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Toll. Geh doch. Ich stoße später wieder zu euch, suche inzwischen Gavin auf und frage nach den Bomben. Werde ich machen. Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Mitglied verlässt Gruppe. Allein zu sein ist etwas
Einsam. Kann ich hier rein? Warum kann ich nicht in die Häuser rein? Das habe ich doch schon freigeschaltet. Da versteckt sich einer, oder was? HD-Hintergründe? Wie hat? Bedauere, da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr Bomben brauchen? Eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Willst du mich verarschen? Oh, guck mal, da ist eine Olle. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich lebe schon seit 60 Jahren in Aogai. Und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen. Genau wie in alten Zeiten. Na, du bist echt aus alten Zeiten, Oma. Guck dich doch mal an. Das wird ganz schön gehen lassen, ey. Ist bestimmt erst 30. Alter, willst du mich verarschen? Ich kann hier nichts machen, oder what? Oder what? Hallo? Alter. Wo, so wie, wie jetzt? Das ist ja seltsam. Gab's hier noch einen anderen Weg? Ja, oh, hier rüber, ne? Da, ich werde erstmal speichern, falls da irgendwas passiert. Oh, Tatsache. Oh, guck mal. Hallo. Hallo, hübsche Frau. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Beruhigende Gerüchte. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden des Verderbnis anheimgefallen ist. Was ist denn das für ein Wort? Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Ach, Neo, wie ist da, Mann? Bleib mal ganz locker. Ich mach das. Ich kann hier nicht in die Häuser rein. Das ist doch bescheuert. Der Onkel Neo, wie macht das? Guck mal hier. Unruhiges Kind. Es rennt den ganzen Tag herum. Hallo? Hallo? Hallo, hast du einen Schmetterling? Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Die Jugend von heute. Ach, guck mal. Kartenspieler. Ich weiß nicht, ob ich spielbereit bin. Teurer Händler. Es gibt doch immer Leute, die von der Krise profitieren. Hallo? Kaufen. Trank 100. Wie habe ich denn? 4310. Phoenix Sonne, was macht die eigentlich? Schneller DVD-Player. What? Seltene Karte. Oh, so viel habe ich nicht. So viel habe ich nicht. Was macht die Phoenix Krone? Und Tränke brauche ich auch. Das habe ich letztens. Kann ich nicht mehrere gleichzeitig kaufen? Nee. Ist doch voll dumm. Na, das reicht erstmal. Hallo. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu der Demacia-Armee. Und habe keins von diesen Dingern aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von ihr reden. Alter, ich kann nicht mehr sprechen. Sie kennt jeden Tratsch über Aogai und seine Bewohner. Hallo. Warum ist er nur so besessen davon, Sachen in die Luft zu jagen? Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwillingen aus seid, seid ihr bei mir Gold richtig. Ja. Wählt den Stapel, gegen den ihr spielen möchtet. Wenn ihr gewinnt, gibt es weitere Stapel. Regeln. Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Die Spieler platzieren reihum Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherem Wert entsprechend daneben platziert. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Hört sich an wie Krieg und Frieden. Ja, einfach. Versuchen wir das mal. Das bin ich, ne? So, warte mal, der hat jetzt eine 2 gelegt. Das heißt, ich lege jetzt eine kleine 4. Wow! Das war ja schon mal gut. Eine 4? Wie, bei Gleichstand zählt er... Okay. Das ist gut zu wissen. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich. Okay. Das ist natürlich jetzt falsch gelaufen. Dann muss ich jetzt... Der hat gewonnen.
das ist ja blöd. Achso, es geht noch weiter. Aber er hat trotzdem gewonnen.